Herzlichen Dank, Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren! Ich begrüße, dass Sie das Thema heute auf die Tagesordnung gesetzt haben mit diesem Antrag zur UN-AIDS-95-95-95-Initiative. Und vielen Dank, Herr Martin, für Ihren bewegenden Vortrag. Mir wäre lieb, wenn es ein Stück Literatur wäre, die funktional ist und nicht der Realität entsprechen würde. Und ich kann mich nur anschließen an die guten Wünsche der Kollegin Knell, die Sie auch von mir entgegennehmen sollen. Ich denke, dass das ein wichtiges Thema ist, das mehr Aufmerksamkeit braucht. Wir haben heute wir beschäftigen uns mit der Corona-Pandemie und dürfen uns nicht vergessen, dass es viel anstrengendere, gefährlichere Krankheiten noch viel mehr gibt auf der Welt, und davon ist eine auch AIDS. Und ganz besonders wichtig ist für uns ja auch, dass wir uns noch einmal die Geschichte und die Erfolge und Niederlagen im Kampf gegen HIV anschauen und daraus Lehren ziehen für die Corona-Pandemie. Denn wenn es jetzt heute einige oder viele in den Industriestaaten ist es gelungen, dass die meisten Betroffenen für die meisten Betroffenen AIDS kein automatisches und schnelles Todesurteil mehr ist, weil es Medikamente und Behandlungen gibt und die Weitertragung des Virus auch davor, man sich davor schützen kann. So ist die Situation in den Entwicklungsländern eine völlig andere. Und gerade in den Entwicklungsländern zeigt sich auch die Tödlichkeit eines falschen Patentschutzes, weil die Produktion kostengünstiger Generika durch die Profitinteressen der Pharmakonzerne behindert wird. Und diesen Fehler sollten wir gerade bei Corona nicht wiederholen. Deshalb ist ja auch die Forderung unserer linken Bundestagsfraktion nach einer Zwangslizenzierung der Impfstoffproduktion unerlässlich. Und wie wichtig diese Forderung ist, zeigt auch die Veröffentlichung eines SPD-Europaabgeordneten vergangene Woche. Mindestens in einem Fall, bei dem Vertrag mit CureVac, hat sich die EU verpflichten lassen, dass mögliche überzählige Impfdosen nicht ohne Genehmigung des Herstellers an die WHO oder Entwicklungshilfeorganisationen gespendet werden dürfen. Aus dem Interesse des Herstellers macht das natürlich auch Sinn. Wenn der Impfstoff in der EU verfällt, dann kann man ihn ja ist er bezahlt worden, dann kann man ihn ja noch einmal verkaufen. Aber wie widerwärtig ist denn diese rein profitorientierte Herangehensweise bei inzwischen mehr als 2 Millionen Toten in Verbindung mit Corona weltweit? Kapitalismus tötet. Gerade solche Beispiele machen das überdeutlich. Denn eines ist doch klar, diese Pandemie beenden wir nur global, indem wir allen Menschen die Impfungen zur Verfügung stellen. Oder wir beenden sie nicht. Und das gilt nicht weniger für andere Infektionskrankheiten wie AIDS, wo die Welt seit vielen Jahrzehnten an dieser Aufgabe scheitert. Und wenn ich eingangs verwiesen habe, dass wir durch den weitgehend gesicherten Zugang zu AIDS-Medikamenten in Deutschland viele Leben erfolgreich retten können, das heißt aber noch nicht, dass bei uns alles gut ist. Und ehrlich gesagt, da geht es mir wie Kollegin Knell, da reicht mir dieser schwarz-grüne Antrag, den wir heute diskutieren, einfach nicht aus, um auf die offensichtlichen Lücken im System hinzuweisen und zu reagieren. Der Antrag der FDP, der ja bereits im Sozialausschuss liegt, hat wenigstens schon einmal eine Öffentlichkeits- und Aufklärungskampagne im Blick, um die Vorurteile und Stigmatisieren abzubauen und mehr Wissen zu vermitteln. Und ich denke, das Beispiel, das wir heute gehört haben, macht es ja auch sehr deutlich, dass wir das dringend brauchen. Er reicht zwar auch noch nicht aus, aber ist immerhin schon ein bisschen mehr wie dieses Bekenntnis zur UN-AIDS-95-95-Initiative. Wo bleibt denn wenigstens eine neue Idee, wie wir dann dieses Ziel tatsächlich auch erreichen können? Das fehlt mir bei diesem Antrag und bei der Politik der Landesregierung. Sie betonen ja als Antragstellerin selber, dass Sie mindestens eines der Ziele, die 95% der Menschen, dass sie von ihrer Infektion mit HIV wissen wollen, dass man dieses nach den aktuellen Schätzungen gar nicht erreicht. Ja, warum ist das so? HIV kann ja lange symptomlos verlaufen, sodass es Menschen gibt, die vielleicht gar nicht wissen, dass sie mal einen positiven Sexualkontakt hatten und sich deshalb nicht testen lassen. Es gibt aber auch Fälle, wir haben es gehört, wo es Kenntnis über einen entsprechenden Kontakt gibt,
die Menschen aber nicht zum Test gehen oder es nicht weitergeben, weil sie Angst haben vor Stigmatisierung. Und das zeigt natürlich, wie wichtig es ist, aufzuklären im Sinne dieser Initiative. Aber es gibt noch weitere Baustellen, ob es jetzt die Unterstützung der AIDS-Hilfen beispielsweise ist. Aber ich will jetzt nur einmal drei Punkte konkret herausgreifen, ohne zu sagen, dass das eine abschließende Aufzählung ist. Der Zugang zu AIDS-Medikamenten ist für die meisten Menschen in Deutschland gesichert, solange sie einen Arzt finden, der ein Budget dafür hat. Aber es bleiben die vielen, die keine Krankenversicherung haben. Wir wissen, dass viele Menschen, die zu den HIV-Risikogruppen gehören, etwa wegen intravenösen Drogenkonsums auch besonders gefährdet sind, ihre Krankenversicherung zu verlieren. Darauf haben die Regierungsfraktionen immer noch keine Antwort. Unseren Gesetzvorschlag für diese Menschen, eine Clearingstelle und einen Behandlungsfonds auf den Weg zu bringen, diese Vorlage haben sie sich verweigert, ohne eine Alternative vorzulegen. Sie erwarten doch wohl nicht, dass die ehrenamtlichen Initiativen aus ihren Spendentöpfen dauerhaft antiretrovirale Medikationen oder die PrEP bezahlen. Das sind teure Medikamente, das kostet einen Haufen Geld, das ist schwierig aus Spenden zu finanzieren. Und so lassen Sie dank Ihrer Konzeptlosigkeit und Ihrer Kompromissunfähigkeit Menschen ohne Krankenversicherung im Stich. Das ist unverantwortlich. Ein zweiter Bereich ist der Justizvollzug. Ich habe mich gefreut, als in Ihrem Koalitionsvertrag zu lesen war, dass Schwarz-Grün sich zu Safer Youth und Safer Sex Programmen bekennt und den gleichen Zugang zu Behandlungen für inhaftierte Drogenkonsumentinnen mit einer HIV- oder Hepatitis C-Infektion vorsieht. Vollkommen richtige Ansätze. Auch der Zwischenbericht der UN-AIDS-Initiative aus dem letzten Jahr verweist auf die hohe Bedeutung von Prävention in den Knästen. Nur ist leider in den letzten zwei Jahren davon kein einziger Punkt angegangen worden. Aber dabei wissen wir doch schon lange, dass in den Justizvollzuganstalten Zugänge zu Einwegspritzen, zu Kondomen, zu Gleitmitteln und natürlich auch zu Medikation und Therapie gebraucht wird, um die Übertragung von Infektionskrankheiten zu verhindern. Heino Stöver von der Frankfurt University of Applied Science hat schon 2002 in einer Publikation hingewiesen, dass eine 25-mal höhere HIV-Verbreitung in der Gefangenenpopulation stattfindet, als es für die Durchschnittsbevölkerung angenommen wird. Die Modellprojekte zu Safer Youth sind in anderen Bundesländern auch restlos eingestellt worden, aber nicht, weil sie keinen Erfolg hatten. Nein, weil es den konservativen Regierungsmehrheiten nicht schicklich erscheint, diese Probleme entsprechend anzugehen. Und so ist es in Hessen anscheinend auch. Schön, dass die GRÜNEN das in den Koalitionsvertrag geschrieben haben. Schlecht ist nur, dass die Justizministerin lieber Bildkolumnen zum Ramadan schreibt, statt sich den realen Problemen im Justizvollzug in Hessen zuzuwenden. Verdrängung führt aber nicht dazu, dass man ein Problem behoben wird, und der Spritzentausch wäre tatsächlich eine wichtige Sache. Aber auch dort, wo Minister Klose und die GRÜNEN selbst Verantwortung tragen, passiert viel zu wenig. 80.000 € wollte das Sozialministerium bereits letztes Jahr für Hygieneprodukte und Verhütungsmittel für sozial Benachteiligte zur Verfügung stellen. Abgeflossen ist aus diesem Topf kein Cent. Nun sollen jetzt dieses Jahr es 130.000 € sein. Ein Konzept liegt allerdings immer noch nicht vor. Ich weiß nicht, was daraus geschehen soll. Aber selbst dann, 130.000 € sind lächerlich gering angesichts 16% armutsgefährdeter Menschen in der hessischen Gesamtbevölkerung, die kein Geld haben, häufig, um entsprechende Verhütungsmittel sich zu kaufen. Das BIKO-Modellprojekt des Bundes, welches leider ersatzlos ausgelaufen ist, hat damals schon gesagt, vorsichtig hochgerechnet, mindestens 800.000 €. Diesen Betrag hat auch unsere Fraktion genommen und hat sie in den Haushaltsberatungen beantragt. Aber wie Sie wissen, dass wie das Spiel ausgeht, Schwarz-Grün hat es natürlich abgelehnt. Es ist ja schön, dass Sie sagen in Ihrem Antrag, dass die breite Gesellschaft adressiert werden soll.
Aber das bedeutet natürlich auch, dass individuelle Prävention Geld kostet und viele Menschen auch im reichen Hessen dazu keinen angemessenen Zugang haben. Und mit Ihren 130.000 € können Sie vielleicht ein paar Pariser in den Kommunen, in den Schulen verteilen oder vielleicht an die Besuchergruppen hier im Landtag. Aber das ist noch keine ausreichende Prävention gegen HIV. Aber wir haben auch hier in Deutschland einige Probleme, was auch der Zwischenbericht der UN-Initiative kritisiert. Zum Beispiel unsere völlig verfehlte Drogenpolitik, die ja nur auf Repression setzt gegen die Konsumentinnen. Auch da ist in Deutschland einiges zu tun. Und hier auch, wenn ich auf den Koalitionsvertrag eingehe, ein Modellprojekt zur legalen Abgabe von Cannabis steht darin, in dem Koalitionsvertrag von Schwarz-Grün, aber übernommen worden ist von Ihrer Seite offensichtlich noch nichts. Aber das sind genauso symptomatisch wie die anderen aktuellen Auseinandersetzungen um den Frankfurter Weg. Wohlklingende Anträge, aber wenig entschiedenes Handeln, wo tatsächlich Bewegung möglich und notwendig ist. Frau Kollegin, Sie müssen dann zum Schluss kommen. Ja, da bin ich auch schon fast. So erreichen wir die Ziele nicht. Und ich dachte, sie werden den Grünen tatsächlich wichtig. Und es wird uns so auch nicht gelingen, HIV und andere Infektionskrankheiten wirksam zu minimieren. Es wird Zeit, dass Ihren wohlklingenden Worten auch Taten folgen. Danke schön.